Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserem König Mikkel, den wir hier kurz vor den Toren Kölns sehen, dem Ziel seiner aktuellen Pilgerreise. Aber wir müssen uns ganz offensichtlich die Frage stellen, ob wir ihm mit dieser Pilgerreise, vor allem auch seinem kraftlosen Körper, nicht zu viel zugemutet haben, denn er ist jetzt gebrechlich geworden. Sein Körper war schon immer schwach, hat ihm schon immer Probleme bereitet, hat ihn schon immer geschmerzt und jetzt mit nur, ich glaube, 37 Jahren, älter ist er noch gar nicht, resultiert das aber darin, dass er tatsächlich schon als gebrechlich betrachtet werden kann. Klar, die letzten Jahre waren erfolgreich, aber sicher auch kräftezehrend. Er hat Lothringen zurückerobern können, er hat sich durchsetzen können gegen die aufmüpfigen koptischen Vasallen. Er hat im Grunde das, was er vor einigen Jahren dem Papst versprochen hatte, als er sich Geld von ihm hat geben lassen. Er hat sein Versprechen gehalten, was Lothringen angeht, und es ist auch nichts weiter seitdem passiert seitens Frankreich. Das war ja der zweite Grund, um sich gegen den exkommunizierten König aus Frankreich erwehren zu können. Aber das alles hat Kraft gekostet. Er hat noch zwei Kinder bekommen und auch der Weg dahin kann ja mitunter kräftezehrend sein. Und so muss jetzt sein Körper ganz offensichtlich den Tribut zollen. Und wir müssen natürlich schauen, was das für ihn, für seine Herrschaft und auch für die Zeit, die ihm auf dieser Erde noch bleibt, denn das wissen wir nicht, wie viel das ist, aber auch durch seine körperlichen Mali kann es gut sein, dass unser König nicht allzu alt werden wird. Und da gibt es doch noch einiges, was er vorhat. Und dennoch müssen wir aber auch im Rahmen unseres Rollenspiels dem Gebrechlichen hier Rechnung tragen. Und das schauen wir uns doch einmal an. Ja, Stichwort Rollenspiel. Fürs Rollenspiel tut es mir fast schon leid, dass Mikkel jetzt mit, und ich habe mich richtig erinnert, mit 37 Jahren bereits gebrechlich ist. Denn das ist eine Gesundheitseigenschaft, die, so wie sie beschrieben ist, nicht außer Acht gelassen werden kann. Ob seines schwächlichen Körpers ist Mikkel kaum noch zu etwas in der Lage, außer auf den Tod zu warten. Und ihr seht auch, was das für Einfluss hat auf seine Fähigkeiten. Auf seine Fruchtbarkeit ist es ein schwerer Gesundheitsmalus und auch sein Schrecken, ja, wenn er abgemagert irgendwo im Grunde nur noch im Bett sitzt und nicht mehr stolz auf seinem Thron gesehen wird, ist auch das etwas, was ja nicht zu seinem natürlichen Schrecken beiträgt, wie wir hier sehen. Das heißt, er wird tatsächlich selbst kaum mehr dazu in der Lage sein, irgendwelche Dinge auszuführen. Ich meine, er ist schon immer faul gewesen. Er hat schon immer eher andere, naja, dazu genutzt oder eben Aufgaben delegiert, dafür gesorgt, dass andere für ihn arbeiten und die Dinge erledigen. Aber diese Gebrechlichkeit, ja, wir sprechen hier von einem 37-jährigen Mann, wahrscheinlich bei klarem Verstand, aber gefangen im eigenen Körper, der ihm nichts mehr an die Hand gibt und ja, ihn wahrscheinlich mehr oder weniger ans Bett fesseln wird. So ist das zu interpretieren. Und von daher müssen wir mal schauen. Das Ganze resultiert. Wir können froh sein, dass er noch maßvoll ist, aber auch in schlechter Gesundheit. Das heißt, diese Pilgerreise, wir sehen, er steht ja nun wirklich kurz vor den Toren Kölns. Die wird er auf jeden Fall noch abschließen, muss sich dann ja ohnehin auf den langen Weg nach Hause machen. Und er hat ja noch das eine große Ziel. Er möchte seine Tochter, die offensichtlich Werkzeug des Schicksals ist, er möchte dafür sorgen, dass auch sie erben kann. Und dementsprechend muss er, ich wiederhole das nochmal jetzt zu Beginn auch der Staffel, für die gleiche Erbberechtigung einstehen, so wie sie in der okzitanischen Kultur tatsächlich auch verankert ist. Das heißt, er muss aber dafür ein entsprechendes Gesetz ändern, nämlich jenes hier. Das Geschlechterrecht, agnatisch-kognatisch, muss das Ganze geändert werden auf gleichberechtigt. Und wir sehen, dass es aktuell zwei Vasallen gibt, die dagegen sind, die eine positive Meinung haben müssen. Wir sind dabei, den guten Prinz Eustache zu beeinflussen. Dann dürften wir hier relativ nah an die positive Meinung herankommen, wenn es klappt. Das müsste dann nochmal einen Boost von 25 Punkten geben. Und dann, naja, faul wie unser König ist, am Ende hat auch relativ viel Geld. Vielleicht kann er das Ganze
auch nochmal über Geldmittel regeln. Da müssen wir mal schauen. Aber zuallererst muss es hier gelingen, Eustache nochmal persönlich erfolgreich zu beeinflussen und dann entsprechend weiter vorzugehen. Aber wir gehen jetzt auch weiter voran, nämlich nach Köln, und werden dort dann die Pilgerreise abschließen. Ihr habt das Artefakt Wirbelknochen von St. Georg an König Mikkel verloren. Okay, das heißt, wir haben es irgendwie bekommen. Kann das sein? Ja. Bringt ein wenig Frömmigkeit. Die angeblichen Überreste eines christlichen Heiligen, beschafft von König Mikkel während seiner Pilgerreise nach Köln. Katholiken verehren die Reliquie als Glücksbringer und Zeichen der Frömmigkeit. Ja. Okay, dann sind wir jetzt in Köln und schauen mal, was passiert. Anfros, mein Stallmeister, blickt auf die weitläufige heilige Stätte von Köln, während wir uns einen Weg durch die Menge bahnen. Köln ist wahrlich ein Anblick, der sich sehen lassen kann. Ein Ort, an dem sich Kulturen und Religionen treffen, um gemeinsam zu beten. Sind wir nicht gesegnet, dass wir solche Vertrautheit und Gemeinschaft erleben dürfen? Er schaut mich erwartungsvoll an. Ich weiß, lasst uns diesen Ort in vollen Zügen genießen, können wir sagen, wenn wir xenophil sind, okay? Diese Kultur heißt jeden willkommen und es ist richtiggehend faszinierend von fremden Kulturen oder von allen Kulturen. Können wir aber nicht sagen, sondern wir können nur sagen, was Spiritualität alles bewirken kann. Unsere Pilgerreise wird damit frommer werden. Wir halten selbst ein wenig Frömmigkeit. Hier wurden auch Pilger beschützt, einiges passiert ja immer noch im Hintergrund. Als ich das Gotteshaus betrete, finde ich Anfos vor, der mit abwesendem Blick auf den Altar starrt. Anfos, rufe ich. Herr, sagt er unbeeindruckt, ich habe eine Bitte an euch. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. Dieser Ort hat meine Seele bewegt und meinen Geist auf eine Weise aus der Fassung gebracht, die ich für unvorstellbar hielt. Gott hat zu mir gesprochen und ihre Stimme war klar, einschneidend und treffend. Ich kann einfach nicht aufhören, sie wahrzunehmen. Sie ist das einzige Geräusch, das ich jetzt noch hören kann. Die ganze Welt ist still geworden. Wenn ich zurückbleiben könnte, würde ich dieser Stimme gern mein ganzes Dasein widmen. Ach, einer unserer besten Männer. Interessanterweise. Ich weiß nicht, ob das Spiel das nicht berücksichtigen könnte. Wir kennen ein Geheimnis von ihm. Nämlich, dass er ungläubig ist. Vielleicht ist das bisher immer gewesen. Vielleicht ist das bisher immer gewesen, bis zu diesem Erlebnis. Aber dass ausgerechnet er jetzt hier seinen Dienst Gott widmen möchte. Aber er hat uns viele, viele Jahre hat er uns begleitet. Ein treuer Gefährte, ein Freund, in dem Sinne ist er nicht geworden, aber immer eine Person, auf die sich unser König verlassen konnte. Dementsprechend mitfühlen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er ihm seine Bitte erlaubt. Ich verstehe, tut, was ihr tun müsst. Er wird Mönch. Wir verlieren Anspannung, ja, weil wir mitfühlend sind. Haben wir daheim keine Gotteshäuser, dann wird er zumindest zölibatär. Oder lass den Unsinn sofort sein. Nein, ich denke, wir werden ihm dies gestatten. Und dann sehen wir schon. Er hat sich direkt auch scheiden lassen und ist jetzt Höfling von Herzog Philipp geworden in Köln. Mhm. Da die Position als Reisemarschall, ja, das war er auch noch zusätzlich, der gute Anfos, nun unbesetzt ist, wende ich mich an mein Gefolge. Gibt es jemanden, der gute Dienste leisten könnte, zumindest bis ich wieder zu Hause bin und nach einem geeigneten Ersatz suche? In der Tat gibt es zwei, die leicht in die Fußstapfen von ihm treten könnten. So mein Ritter Raulf als auch mein Ritter Bertrand würden mir beide im Falle einer Bredouille gut dienen. Okay, das ist Raulf. Auch ein Pilger wahrscheinlich jetzt, weil er mit uns unterwegs ist. Unsere Meinung von ihm ist absolut in Ordnung. Oder Bertrand. Nee, unsere Meinung von Raulf ist besser. Wir entscheiden uns für ihn. Er ist durchschnittlich geeignet. Bertrand sogar schlechter. Schaut mal, haben wir uns für den richtigen entschieden, ohne diesen Hinweis zu kennen. Wir entscheiden uns für Raulf. Ja, gleichzeitig brauchen wir dann aber wahrscheinlich auch einen neuen Hofarzt, nicht wahr?
Ja, in der Tat. Und da gibt es doch eine Person, die sich eigentlich gut eignet, die zumindest Jungärztin ist. Warum wird ihre Eignung trotzdem als schlecht angegeben? Bildungswert 22, der ist ja nun, ja gut, ist bei 13, der könnte höher sein. Ja, der ist durchaus entscheidend. Ja, aber dennoch, unsere Tochter, die ja tatsächlich auch das Handwerk von Anfos selbst gelernt hat, zumindest die grundlegenden Aufgaben und Arbeiten eines Arztes, ist in der Heilkunst ausgebildet, ja. Dementsprechend werden wir unsere Tochter auch hier einsetzen. Interessante Kombination Hofbaumeisterin und Ärztin. Nun ja, sie ist aber nun einfach vielseitig begabt, das Kind. Wie so viele Eltern glaubt wahrscheinlich auch unser Mikkel, dass seine Tochter, sein Kind hochbegabt ist. Es muss so sein. So, wir erfahren jetzt, ja, Prinz Eustache ist jetzt erfolgreich beeinflusst. Und das ist doch jetzt der Zeitpunkt. Ich meine, wir befinden uns ohnehin gerade in Köln. Wir können das eigentlich auch schließen, wir können ja gleich dahin zurückkehren. Wir befinden uns in Köln. Wir sind hier fast mehr oder weniger in Trier vorbeimarschiert. Es ist nicht weit hier nach Namur, wo er residiert. Und dementsprechend ist es jetzt vielleicht dann an der Zeit, diese örtliche Nähe auch mal zu nutzen, dass wir uns hier einsetzen für das Thema. Und bei Herzog Poppo das jetzt mal relativ simpel mit 150 Gold klären, ihm dieses Geschenk schicken. Er nimmt das auch an und bei Eustache ebenfalls, dass wir ihn jetzt nicht noch weiter beeinflussen, sondern auch schauen, ob wir das hier nicht über eine einfache Zahlung, und das ist tatsächlich möglich, auch klären können. Er ist auch immer noch katholisch. Das ist auch in Ordnung. Er ist auch nicht mehr bei bester Gesundheit, aber auf diesen Wettlauf möchte sich Mikkel, der es in seinen Knochen spürt, nicht ankommen lassen. Also wir bezahlen auch das Geld an Eustache und müssen dann hier jetzt die Möglichkeit haben, dieses Gesetz zu erlassen. Männer und Frauen werden bei der Nachfolge gleich behandelt. Herrscher können Konkubinen oder mehrere Ehepartner haben, falls ihr Glaube das erlaubt. Das ist bei uns nicht der Fall, aber es stimmen alle zu. Die gute Ida hat noch eine schlechte Meinung von uns, aber sie ist, warum auch immer, von uns noch verschreckt. Wir ändern das Gesetz. Und damit ist dann Philomena auch tatsächlich unsere neue Haupterbin. Und dieses Ziel hat Mikkel damit zumindest erreichen können. Wird natürlich großen Einfluss haben auf die gesamte Zukunft. Denn dementsprechend wird jetzt immer das erstgeborene Kind erben. Und es gibt natürlich auch insgesamt mehr Erben. Das heißt, es wird ja durchaus auch dann mehr aufgeteilt werden. Viele Kinder werden dann ja nur einzelne Grafschaften bekommen, aber dennoch, das ist durchaus eine bedeutende Veränderung in mehrerlei Hinsicht. Gut, wir wenden uns aber wieder Hüllen zu. Und lassen die Zeit weiterlaufen. Es versank jemand im stillen Nachsinnen. Während ich über den Markt an verschiedensten Ständen vorbeischlendere, wobei ich so viele einheimische Lebensmittel wie möglichst meide und Scharen von Menschen versuchen, mich in ihre Häuser zu zerren, bemerke ich eine größere Ansammlung um einen bestimmten Händler. Kommt und kauft eine wahre Reliquie zu einem Preis, der selbst die reichsten Wesenheiten jahrzehntelang zum Lachen brächte. Ergötzt euch an dem Anblick, ich präsentiere nur für euch, nur heute eine ganz besondere Reliquie, ein Stück des wahren Kreuzes, gefunden in diesem heiligen Schrein erst vor wenigen Tagen. Ein elegantes Reliquar, in dem sich eine heilige Reliquie befindet, ein Holzstück vom wahren Kreuz, an das Christus geschlagen wurde. Nun, sie muss einfach mir gehören. Wir sehen. Okay. Okay, wir können jetzt nochmal versuchen, mit ihm zu verhandeln. Oder es gibt bessere Dinge. Naja, uns sind schon Blumenbeete für 400 Gold angeboten worden von unserem
Hofarzt zur Seuchenbekämpfung. Da kaufen wir doch für 10 Gold eine Reliquie, zumal wenn die das ein wahres Stück des Kreuzes beinhaltet. Sie muss einfach mir gehören. Und der Anstifter ist entdeckt. Aha, Ramir ist es, der Ränke schmiedet gegen Elisabetta Clavelli, die Enkelin von Blanca. Mhm. Was ein Unhold. Nun gut, aber mehr passiert da erstmal nicht. Okay, und tatsächlich ist die Reise jetzt auch schon beendet. Wow. Wir haben hier Stufe 1 erreicht, aber viel mehr auch nicht. Krass, was dann irgendwie passieren muss, damit man hier noch auf die höheren Stufen kommt. Unsere Zeit an diesem heiligen Ort neigt sich dem Ende zu. Es beruhigt mich, dass ich vielleicht nicht der frommste Pilger war, doch ich habe meine Hingabe an die höchsten Mächte in mehr als einer Hinsicht bewiesen. Da dies meine erste Pilgerreise war und keine Pilgerreise gleicht der anderen, bin ich zuversichtlich, dass ich nun besser weiß, was mich bei dieser Art von spiritueller Reise in Zukunft erwartet. Köln, es war mir eine Ehre. Sehr schön. Wir schauen nochmal, was passiert ist. Wir schauen nochmal auf die Aktivitäten. Wir haben diese Knochen erhalten. Ja, der gute Bertrand ist in stille Nachdenken versunken. Wir haben gemeinsam ein Gebet mit ihm angeführt. Hier sind dann Pilger beschützt worden von einem unserer Ritter. Anfos bleibt in Köln zurück, weil er sich berufen fühlt. Hier hat wieder jemand nachgedacht und nochmal nachgesonnen. Und nochmal nachgesonnen. Mein Gott, das ist ja wirklich. Sarai kam. Ja, ist okay, wir sind uns hier näher gekommen mit einem unserer Leibwächter. Na, das kann auch nicht schaden. Und wir haben das Ganze abgeschlossen. Sehr schön. Gut, ja, Köln, es war uns eine Ehre. Wir machen uns auf den Weg zurück. Und eine andere Seuche ist aus dem... Waren das die Masern, die jetzt wieder verschwunden sind? Scheint mir so, vor denen wir ja geflohen sind auch ein Stück weit. Ja, die sind wieder verschwunden. Das passt sich ganz gut, dass wir uns dann gerade jetzt auch auf den Rückweg machen. Ja, und wir werden da ein wenig Geld investieren, um den Hauptsitz wieder aufzubauen. Ich denke, das ist keine Frage. So, dann müssen wir erstmal nach Hause zurückkehren, bevor wir uns hier wieder um weitere Angelegenheiten kümmern können. Hier bei Hofe, das müssten neue Artefakte sein. Oha, und jetzt kommt es noch dicker. Welcher Tag ist heute? Wie lange habe ich dieses Mal geruht? Ich ertappe mich dabei, wie ich in den Gesichtern meiner regelmäßigen Besucher nach Hinweisen, ja, nach Geschichten suche, nach Falten oder Narben, nach irgendetwas, um zu erkennen, wie viel Zeit schon vergangen ist. Irgendwie fühlt sich das Miteinander mit anderen, als würden sie zu mir sprechen und nicht mit mir. Bin ich noch ich oder ist mein Leib die Seele entflohen? Lebe ich noch oder gibt es für mich nur noch, ja was noch? Meine Existenz ist eine Folter. Jetzt kommt es knüppeldick. Auch das ist ein Gesundheitsmalus. Mikkel tut sich schwer, das Schöne im Leben zu sehen. Eieieiei. Gebrechlich und melancholisch. In Saarbrücken breitet sich jetzt das Ebenenfieber aus. Das ist allerdings hier weit im Norden. Da müssen wir erstmal nicht reagieren. Im Schoß der Erde. Die Felder von Bresse sind ein wahrer Augenschmaus. Jede Pflanze blüht, jedes Blatt ist grün und jeder Stiel üppig. Ich spüre die Quelle des Grüns rasch auf. Eine Frau, die auf einem Feld steht und scheinbar eine Art Vortrag vor einer Gruppe von Zuhörern hält. Mein Name ist Herrin Catherine. Sie bemerkt mich, oder wahrscheinlich eher französisch ausgesprochen, Catherine. Sie bemerkt mich in der Ferne und dreht sich in meine Richtung. Mein Wissen über die Gärtnerei ist umfangreich. Ja, ich wage sogar zu behaupten, unvergleichlich. Also bleibt eine Weile und hört zu. Sind wir neugierig geworden? Finden wir darin Schönheit in unserem aktuellen melancholischen Gemüt? Ich glaube nicht.
Nein, ich fürchte, wir ziehen einfach weiter. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wir sind von unserer Pilgerreise zurückgekehrt und werden wahrscheinlich direkt den Weg ins königliche Schlafgemach einschlagen, die Decke über den Kopf ziehen und erst einmal für eine Weile verschwinden, in unseren geschundenen Körper hineinspüren und dabei in Selbstmitleid und Melancholie versinken. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Unser armer Mikkel und das mit 37. Das ist wirklich die Frage, was für ihn dann noch bleibt. Schauen wir mal gerade, ob das Ebenenfieber, eine Typhuserkrankung, die sich hier ausbreitet, aber aktuell ja, sich relativ rasch ausbreitet, aber aktuell noch handelbar zu sein scheint. Eine Reihe sogenannter Converso wurden von ihrem ehemaligen Rabbi gesagt, sie sollten vorgeben, zum wahren Glauben konvertiert zu sein. Doch heimlich praktizieren sie weiter ihre alten Riten. Einen jüdischen Glauben. Falls das stimmt, würde es unsere Bemühungen untergraben, die jüdischen Gemeinden Iberiens zum Christentum zu bekehren. Einer ihrer Anführer, Goffredo, soll angeblich jüdische Lehren verbreiten. Wo ist er? Hier in Vivier? Okay. Hier ist das allerlei. Ich sollte diesen Ketzer verhören. Tja, das werden wir vermutlich nicht tun. Wahr oder nicht, er wird in meinem Kerker verrotten. Ich fürchte, in seinem aktuellen Zustand ist ihm das allerlei. Und wir sehen, sie sind aber offensichtlich doch wahre Christen, erfahren wir. So, es gibt einen Bauernaufstand gegen unsere Freundin. Kann die uns keinen Trost spenden? Die Schwester unserer Frau, unsere beste Freundin ist, das ist auch so eine Sache. Nur die beste Freundin, nicht eine Freundin, sagen wir mal so. So, Hauptsitz isolieren. Das ist erstmal alles nicht notwendig, fürchte ich. Oder denke ich, was heißt fürchte ich? Ah ja, und die Stadt, das Dorfzentrum in Palladio ist jetzt gebaut. Unser Cousin, unser Ratskämmerer Lob, überbringt stolz die Nachricht, dass die Arbeiten in Paladru, es zu einem Zentrum des Handels zu machen, sich nach seinen Worten auszuzahlen beginnen. Die Gemeinden in Vinoy begrüßen diese Investitionen und den Wohlstand, den sie der Region bringen werden. Wunderbar. Fahren werden reduziert, Volksmeinung ist erhöht und auch der Entwicklungszuwachs. Hier ist eine Stadt entstanden. Wir haben die letzte Chance, diese Dame hier bei Hofe zu behalten. Sie hat irgendeinen Anspruch auf ein Scheichtum. Ja, das sind alles Dinge, die unser König vermutlich schon fast gar nicht mehr mitbekommt. Hier gibt es einen Krieg. Interessanterweise. Ein Tyranneikrieg gegen Herzog Hunfried. Ja, müsste damit zurechtkommen. Hier wird schon gekämpft. Ja, zu seinen Gunsten. Er wird diese Schlacht gewinnen, offensichtlich. Und hier gibt es jetzt in Luxemburg begeisterte Bekehrung. Auch das ist gut. Es gibt keinen Grund zum Lachen. Seit den frühen Morgenstunden ist in den Fluren des Hofes schallendes Gelächter zu hören. Wenn man bedenkt, dass das Ebenenfieber weiterhin das Land heimsucht, ist dies äußerst seltsam. Ich schnapp mir Lob, als er vorbeikommt und verlange zu wissen, was da vor sich geht. Nun her, beginnt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Es ist der neueste Rat der Ärzte. Sie sind sich sicher, dass das Ebenenfieber durch schlechte Laune und grimmiges Benehmen verbreitet wird. Von daher liegt es natürlich nahe, dass das Gegenteil davon die Seuche besiegen kann. Lob beendet die Aussage mit einem vorhersehbaren schallenden Gelächter. Nun, vielleicht ist etwas dran. Okay, wir könnten jetzt, naja, vielleicht tut es etwas gegen unsere
gegen unsere Melancholie oder versinken wir aktuell gerade? Also in unserer melancholischen Situation fühlen wir uns davon angesprochen, wie man sagt, Fröhlichkeit und Lachen. Nein, an seiner Reaktion habt ihr gerade gesehen, wie melancholisch, man hat das Gefühl, dass die Last der Welt liegt auf seinen Schultern. Nein, ich glaube, er findet das nur lächerlich. So, aber etwas anderes ist passiert. Wir können, ach nee, ist ja das, ich dachte immer, Stichwort, dass das jemand ist hier, den wir im Rat neu benennen können. Nein, der junge Zentoll braucht einen Vormund. Ja, das können wir noch machen in dieser Folge. Die Frage ist, wer eignet sich da? Ich denke, wir werden ihn nicht allzu weit wegschicken. Ich meine, hier unser Nachbar, Graf Gathir, von dem wir eine sehr gute Meinung haben, der unser neuer Ratsmarschall ist, in der unmittelbaren Nachbarschaft seine Burg hat. Ich finde, das passt ganz gut. Er ist außerdem aus unserem Hause. Wir werden hier den Vorschlag abschicken und dann wird er dieses kleine Stück hier nach Hör reisen. Wunderbar, sehr schön. Und dann ist er auch schon da. So schnell kann das gehen. Da ist der Kleine auf seinen kurzen Beinen, aber schnell gelaufen. Aber er musste ja auch nur hier über den Hügel. Mein Gott. Versucht man hier eine Abmoderation hinzukriegen und dann bricht sie über einem hinein. Der Lockruf der Sprache, das multikulturelle Reich von Burgund zu regieren, bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Fremdländische Untertanen fühlen sich häufig ausgegrenzt, wenn sie am Hof nicht ihre Muttersprache sprechen können. Das führt zu Unzufriedenheit. Mein Ratsspitze Herzog Poppo legt nahe, ich könnte die Beziehung zu meinen Untertanen der fränkischen Kultur stärken, wenn ich ihre Sprache erlerne. Puh, da mal ran an die Bücher. Wir könnten es versuchen. Wir können versuchen, dass unser Hoftutor hilft. Wir können einen Lehrmeister anheuern, oder wozu soll das gut sein? Okzitanische Kultur ist eindeutig überlegen. Ja, in der aktuellen Situation, Faulheit hin oder her, ran an die Bücher selber in der Form, wird das eben aufgrund seiner Faulheit nicht tun. War es nicht so, dass er Hochdeutsch schon mal sprach, aber das irgendwie auch so ein bisschen vergessen hat, was auch so ein bisschen Teil seiner Faulheit war. Vielleicht geht es auch mehr ums Auffrischen, nicht um das komplette neue Lernen einer Sprache. Wir werden das mal mit Unterstützung unseres Hoftutors, das glaube ich eine Hoftutorin ist, probieren. Und dann werden wir sehen, ob wir erfolgreich sind. Jetzt aber ist es Zeit, sich von unserem mittlerweile gebrechlichen und melancholischen König, der wirklich bei schlechter Gesundheit ist, zu verabschieden. Erstmal nur für diese Folge. Wir werden sehen, wie es dann in Burgund weitergeht. Das dann aber in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.